Hallo, mein Name ist Nadine und ich komme aus Deutschland. Vor circa einem Jahr bin ich das erste Mal auf die Messias-Zeit Khan getroffen und lernte ihn persönlich kennen. In der Nacht darauf, es war der 31.08.2022, wachte ich um 4 Uhr nachts auf. Und ich war von einer Glückseligkeit und einer Liebe ummantelt, die sich mit Worten nicht beschreiben lässt. In dieser Nacht begegnete ich zum allerersten Mal unseren himmlischen Vater, den wir auch unsere wahren Eltern nennen können. Ich stand gemeinsam mit dem Messias und meiner Mutter auf einem Hof. Plötzlich öffnete sich der Himmel über uns und ein Wesen kam vom Himmel herunter. Es war ein so mächtiges, ein so wunderschönes Wesen und ich war so demütig. Ich wusste, das ist Gott. Und ich verbeugte mich vor ihm, mein Kopf war gesenkt. Aber Gott schaute mich an. Er nahm seine Hand, legte sie auf meine Wange und zog mich zu sich hoch. Er schaute mich an und umarmte mich. Und dieses Gefühl, was ich in diesem Moment hatte, als er mich umarmte und mir seine Liebe schenkte, es war so unbeschreiblich. Ich wachte auf und war so glücklich wie nie zuvor. Nun bin ich seit einem Jahr in der einen Weltfamilie Mitglied. Und ich bin dem himmlischen Vater und seinem Herzen, Messias Zeit Khan, unendlich dankbar für jede Erfahrung und Beobachtung, die darauf noch gefolgt sind. Danke und möge Gott ihn segnen.